Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch den Shader, den ich am schönsten finde. Los geht's! Den Shader, den ich hier benutze, das ist der ENBS-Shader. Und ich finde den einfach mega schön. Der hat nämlich auch einen Schatten vom Spieler. Und ich möchte mich natürlich sehr entschuldigen, dass jetzt ewig lang keine Videos mehr kamen. Ja, einfach mit der Leistung beim Aufnehmen hat letztens gar nichts geklappt. Aber jetzt funktioniert es wieder. Und dieser Shader hat hier weiche Schatten. Und einen Spielerschatten habe ich euch schon gezeigt. Und natürlich ist der Shader in der Videobeschreibung verlinkt, dass ihr den euch auch runterladen könnt. Und wir können es einmal auf Nacht machen. Dann sehen wir auch. Okay. So, jetzt ist es Nacht und wir sehen nicht viel. Wir sehen nicht viel. Aber wenn wir jetzt hier so ein paar Sachen machen, zum Beispiel das Licht anmachen, das sieht ziemlich schön aus. Aber es ist Licht auch so ein wenig gelb und einfach schön weich. Wenn wir jetzt mal eine Seelaterne uns holen. Seelaterne ist hier. Dann weiß ich nicht, wie die leuchtet, aber die leuchtet auch gut gelb, aber das finde ich nicht schlimm. Dieser Shader sieht einfach richtig, richtig schön aus und ihr seht, ich weiß nicht, ob das so immer so ist, aber die Seelaterne leuchtet in meiner Hand. Hä? Ja, Leute, wirklich. Schaut doch mal an, wie die Seelaterne hier leuchtet in meiner Hand. Okay. Was gibt es denn noch für Beleuchtung? Von da, da. Und das darf man auch nicht vergessen. Ja. Wir machen einfach mal eine Laterne hier hin. Da, wo ich meine MLGs gemacht habe. Eine Fackel hier. Seelenfackel da, macht auch mit Licht, okay. Und dann haben wir eine Seelenlaterne, unser Lagerfeuer. Und ihr seht auch, die leuchten auch ziemlich weit. Also das nächste Lagerfeuer würde ich jetzt hier hin machen. So, und schon haben wir ganz schön viel ausgeleuchtet. Wir können noch das Seelenlagerfeuer ausprobieren. Leuchtet auch. Sie leuchten irgendwie so gleich weit weg, aber nicht so stark. Das finde ich auch interessant. Und warum brenne ich blau, wenn ich auf dem blauen Feuer... Warum brenne ich gelb, wenn ich auf dem blauen Feuer stehe? Da sollte Minecraft noch einige Sachen fixen. Okay, von meiner Seite war es das für heute. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst dem Video ein Like und abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Tschüss!